Also ich habe heute eine Kampagne ausgewählt aus dem Jahr 2006 für die Marke Y3, Adidas Y3. Und diese Arbeit finde ich besonders herausragend in Sachen Interaktion und Animation. Yoshi Yamamoto hatte damals eine Kollektion entwickelt, die war inspiriert aus der Mode der 50er, 60er Jahre und der Ikonografie der Thriller, also ein bisschen mystisches Thema. Die Fashion Show in New York war auch sehr mystisch mit einem sehr, sehr dunklen, langen Catwalk. Die Models erschienen quasi aus dem Nichts. Überall waren flirrende Elemente aus Spiegeln. Und das, was wir versucht haben, ist, auf der Website dieses Gefühl noch zu intensivieren. Ich finde das besonders toll, dadurch, dass da ein Konzept und eine Geschichte dahinter steht, die sich von der Fashion Show zur Mode auf die Website weiter transportiert. Wir haben so eine Art Dreifaltigkeit aufgebaut. Das Model steht im Mittelpunkt, wie natürlich auch die Mode bei Adidas. Es geht immer darum, Fashion in Motion zu zeigen. Die Dreifaltigkeit wird komplettiert durch zwei Spiegel, die rechts und links aufgebaut sind und die der User quasi bedienen kann, um das Model erstmal von allen Seiten zu betrachten, aber eben auch die Spiegel in den Raum zu drehen und dann den Raum dahinter zu erkennen. Ich bin natürlich total stolz, dass diese Arbeit auch ausgezeichnet wurde. Nicht nur ADC, sondern auch international, New York Festival, London International. Also das ist eine Arbeit, die, glaube ich, auf dem Höhepunkt der Microsite- und Interaktions-Websites wirklich Benchmarking war. Auch mit dem Newsletter haben wir zu der Zeit ganz gut abgeräumt. Es war ein Newsletter, der natürlich auch spiegelverkehrt war, also in der Analogie der Website. Auch eine schöne Sache, dass der User wirklich aufgefordert ist, dann in Aktion zu treten. Das Projekt hat mir total viel Spaß gemacht, nicht nur sich was auszudenken, wie die Interaktion funktioniert, sondern auch konzeptionell sich Dinge auszudenken, die im Raum passieren. Und das war zu dem Zeitpunkt schon eine maßgebliche Arbeit dafür.